Dieses Programm ist eigentlich für alle, die schon mal Undertale gespielt haben. Würdest du gerne zuerst Undertale halt ja anschauen? Nö, wir starten Deltarune. Bist du hier? Sind wir verbunden? Exzellent. Wirklich. Sehr exzellent. Jetzt werden wir beginnen. Zuallererst musst du eine Hülle kreieren. Wähle den Kopf aus, den du bevorzugst. Ja, wie ihr hier seht, das ist Deltarune. Das ist eigentlich sozusagen Undertale 2, könnte man sagen. Halt der zweite Teil. Nachfolger. Ist eigentlich schon sehr lang draußen, aber halt noch nicht auf der PlayStation 4. Ich wollte es eigentlich schon sehr lange spielen, halt auf dem Computer. Da aber es dort mit der Aufnahme nicht funktioniert hat und extrem gelaggt hat, dachte ich mir, ich lasse es halt, bis es halt auf der PlayStation rauskam. Und dann kam es irgendwann raus, aber es wurde irgendwie überhaupt nicht gezeigt. Also ich wusste, dass es auf der Switch rauskommt, aber auf der PlayStation fand man es nur unter irgendwie empfohlen. Man fand es nicht in der Suche, man fand es nicht unter kostenlos, weil es ist eine kostenlose Demo. Ja, deswegen hatte ich es lange nicht gefunden. Aber jetzt habe ich gesehen, oh, es hat's ja. Interessant. Dann mache ich jetzt das Let's Play dazu. Ich bin sehr gehypt. Ich weiß auch schon, Deltarune ist ein Anagramm von Undertale. Das heißt, wenn man Undertale, die Buchstaben von Undertale auseinandersetzt und neu anordnet, gibt es genau Deltarune. Und jetzt müssen wir den Kopf auswählen. Wir haben da ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß, ich hatte eben wirklich nur ganz kurz angespielt auf dem PC, weil ich meine, ich bin gehypt gewesen und so. Ich weiß aber wirklich nichts. Es war eine halbe Folter für mich, aber ich habe wirklich versucht, mich nicht spoilern zu lassen. Natürlich, ein paar Dinge weiß ich, aber ich weiß eigentlich nichts von der Story. Also fast nicht. Ja, ein Kopf. Ich würde sagen, nimm eigentlich mal den. Jetzt müssen wir den Körper auswählen. Oder halt den Oberkörper. Ich würde sagen, der da passt. Wähle die Beine aus. Da gibt es nicht so viele Unterschiede. Ich sehe eigentlich nicht mal richtig Unterschiede. Ich sage mal die. Das ist dein Körper. Wirst du ihn akzeptieren? Ja oder nein? Ja, natürlich. Exzellent. Du hast eine wundervolle Form kreiert. Jetzt. Lass uns sein Gedanken oder so halt zu formen. Was ist seine Lieblingsspeise? Süß, weich, sauer, salzig, Schmerz oder kalt oder Kälte? Nehmen wir einfach mal Sweet. Der Lieblingsbluttyp D gibt's nicht mal und C glaub eigentlich auch nicht. Also nein, C gibt's auch nicht. Es gibt den 0, 0, A, B, glaub auch. Also sogar B schon. Und AB. Nehmen wir AB. Was mag es am liebsten für eine Farbe? Rot, Blau, Grün oder Cyan? Wir nehmen Rot.
gib ihm ein Geschenk, oder halt ein, ja, irgendwie sowas. Halt ein, eine Gabe, genau. So eine Stimme, halt, ja, Mut, Ambition, ja, halt, wie, nicht entschlossen halt irgendwie, sondern in der Art Gedanken oder halt Mitfühl oder so, halt, ja, Nettigkeit oder sowas, das. Wie fühlst du über deine, also, was im, wie fühlst du dich über deine Kreation? Sie wird es nicht hören. Oder Ace wird es nicht hören. Wir können jetzt Angst nehmen. Ja, ab. Ja, irgendwie Ekel halt verabscheuen. Hoffnung oder Liebe. Nimm Hoffnung. Hast du auch ehrlich geantwortet? Ja. Du bist damit, du bist einverstanden mit möglicherweise, mit möglichem Schmerz und, ja, Seizure weiß ich jetzt nicht genau, Seizure, ja, keine Ahnung, ja, ich würde mir sagen, ja, verstanden. Benenne oder halt, ja, benenne deine Hülle. Wir nennen sie Craftspark. Wo ist F? Ja, eigentlich ist es alphabetisch, ich soll es eigentlich wissen. Oh nein, wisst ihr was? Spark passt eigentlich besser, weil wir haben uns ja schon im Undertale Let's Play Spark genannt. Das ist ein bisschen peinlich, dass ich da gerade so viel Probleme habe, aber eigentlich ist die Tastatur ja eher anders. Wir nennen es Spark. Und was ist über den Creator? Ja, okay, das ist mir gerade vorher nämlich wieder eingefallen. Eigentlich habe ich so ungefähr bis kurz danach gespielt. Danach weiter nicht. Jetzt unseren eigenen Namen. Das ist dann eben Craftspark. Es ist da. So. Craftspark. Exzellent. Wirklich exzellent. Craftspark. Danke dir für deine Zeit. Deine Antworten. Deine wundervolle Kreation. Wird jetzt Discord, ich glaube, zerstört, ja, irgendwie sowas. Niemand kann wählen, wer ist. Dein Name ist Chris. Chris, wenn du jetzt nicht aufwachst, wirst du zu spät zur Schule sein. Ich werde draußen warten. Okay? Ja. Ungefähr, ja, man kann eigentlich sagen, bis hier habe ich gespielt. Nach war es mir auch ein bisschen zu laggy. Ja, Musik ist anscheinend nicht da. Ja, Kleiderschrank. Das ist ein roter, eigentlich ein roter Wagen mit einem rostigen Vogelkäfig drin. Ja, hat anscheinend ein paar Unfälle schon gehabt. Was ist das? Das ist ein Fleck. Interessant. Was ist das für ein Bett? Da halt die Schublade ist eigentlich leer, bis auf so ein Schul halt ja irgendwie gekostet Shirt,
Der Tyranid, keine Ahnung, was ist Tier, eigentlich weiß Träne, aber ja. Da sind CDs unter dem Bett. Klassisch, Jazz, religiöser Ska. Da ist außerdem eine Spielekonsole. Es hat einen normalen Controller und so einen Knock-Off-Controller, halt ein billiger Controller, der von irgendwelchen anderen Marken ist. Es ist ein Computerschreibtisch. Da sind viele Boxen drunter mit gefüllt mit alten Büchern, nicht Boxen. Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Erinnert es nicht ein bisschen an Birds Are Singing und so? Sans? Ja, da ist das Logo. Deltarune. Sah man auch oft in Undertale. Ja. Ein Kaktus. Kann man nicht viel drüber sagen. Ja, ich habe noch gar nicht erwähnt, das ist ja Toriel. Es spielt ja im gleichen Universum. Jetzt sind sie ja an der Oberfläche. Und boah, der Spiegel funktioniert jetzt, glaube ich. Ich glaube, in Undertale. Hat er da funktioniert? Keine Ahnung. Das sind viele Bücher. Die Geschichten von Schnecken. Oder halt die Sagen von Schnecken. Ein Geschichtenbuch. Schnecken haben keine Schwänze. Das ist, ich glaube, wissenschaftlich bewiesen. Können Schnecken in deinem Garten helfen? Nicht wirklich. Und da ist eine signierte Ausgabe, halt Kopie von der Geschichte von Menschen und Monstern von Gerson Boom. Das ist hier. Da sind Stifte im halt in der Schublade. Die Marken, halt die Etiketten, sind schon lange wie ja halt verschwunden, verblasst. Und da ist kein Grün drin. Übrigens, man sieht auch da, das ist ein bisschen bunter und der irgendwie besser als unser Bett. Keine Ahnung warum. Kann man das Bett machen? Nein, das ist nur dein Bett. Das ist halt meins. Das bist nur du. Die Tür ist verschlossen. Okay. Dann gehen wir jetzt, würde ich erstmal sagen, den Raum noch. Ah, das Badezimmer. Da kann man jetzt nicht gucken. Da die Ablage, die Duschablage hat eine kleine Flasche mit Shampoo mit Apfelgeschmack. Und so ein Liter, oder halt, ja, man könnte sagen, Literflasche Tiershampoo. Du schaust in, ja, die Waschablage oder halt das Waschbecken. Warum fällt mir das nicht ein? Das ist eine Dose von Ice Equals Jungs Körperspray, Spray für die Jungs. Flammen, heißes Pizza-Geschmack. Es ist fast ganz voll. Und da ist eine Toilette. Ja. Wir haben die Toilette gespült. Und dafür gibt es ein Achievement. Wow. Wie oft kann man das machen? Überschwemmt ihr nicht irgendwann? Chris? Ist alles in Ordnung da drin? Okay. Easter Egg oder was auch immer. Ja, ich glaube, wir sollten es lassen. Sonst hat Toriel noch Angst um uns. Da ist ein Foto von dir, also am Kühlschrank von dir, deiner Mutter und deinem Bruder. Da ist ein bisschen weißes Fell im Waschbecken. Es sind ein paar, ich glaube, Zimtkekse
Kekse im Ofen. Oh Gott, irgendwann bin ich auch am Ende von meinem Englisch. Keksausstecherchen für Lebkuchenmonster und Lebkuchenmenschen. Das ist ein Mülleimer. Irgendwie hat es, aus irgendeinem Grund hat es blumigen Geruch. Ah, okay. Ich dachte mal, wir haben das noch nicht, vielleicht wegen der Mikrowelle. Es ist ein Landline-Telefon oder so, aber du hast schon ein Handy. So. Könnten nach Hause anrufen. Ring, das Telefon. Ja, klingelt, aber du kannst nicht dran gehen. Du bist schon am Telefon. Es ist aber nur ein paar Meter neben uns. Ein paar, ich würde nicht mal sagen ein paar, sondern wirklich ein Meter. Es ist ein Fernseher. Er ist aber nicht mehr eingesteckt. Es ist so eine Art Chariel. Ah, es ist Chariel. Der geliebte Wohnzimmerstuhl. Das Sessel. Der hat keinen Namen, okay. Es ist ein Buch. Es ist ein Buch von Hymnen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles da angeguckt. Hoffe ich mal. Dann können wir raus, oder? Chris, da bist du ja. Vielleicht können wir es noch schaffen. Chris, heute wird ein wundervoller Tag, denkst du nicht auch? Okay, komische Autoanimation. Ich hoffe, irgendwie, es wird auch so sein, wenn Ashley uns nächste Woche besucht. Aber ich frage mich nach der Universität, nach der tollen Universität, wird es sich immer noch freuen, hierher zu kommen? In diese kleine Stadt. Das andein und man kennt auch vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere Person. Halt vom Undertale-Universum. Cool. Und ich spüre schon wieder den Hype wegen und mag's halt, dass ich jetzt endlich spielen kann. Ja. Also, hat jeder einen. Oh, Chris. Wir dachten, du kommst nicht heute. Wir machen Gruppenprojekte diesen Monat. Also, such dir einen Partner. Also, lauf herum und such den Partner. So. Und man hat auch schon Ezreal gehört. Also, dass jemand von Ezreal gesprochen hat, das ist ja. Den kennen wir ja auch. Hey, Partner. Nein, Partner? Ich kenne sie nicht. Haha. Was denkst du von dem Scherz? Lustig, oder? Nein. Naja, ich habe Neuigkeiten für dich. Ich habe schon einen Partner. Yo, Chris. Kommst nächstes Mal früher? Jetzt bin ich schon mit Snowy, mache ich schon die Arbeit. Und er sagt jetzt die ganze Zeit Howdy Partner, wie ein Cowboy. Crisps. Sehr Entschuldigung. Tem hat schon einen Partner. Was? Das ist ein schwarz und weiß gekochtes Ei. Leider hat es schon einen Partner. Also sieht's aus, hätte schon einen Partner. Und wer bist du? Ah, Chris. Schon wieder spät, wie ich sehe. Du brauchst einen Partner? Sorry, aber ich bin schon mit dem zweitklügsten Studentpartner. Moment, warte. Chris. Jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke. Deine einzigartigen Skills, Fähigkeiten helfen dir vielleicht. Helfen dir sehr fest. Nicht. Ich will ein A bekommen. Ach so, ja. Gut, wir fangen da an. Chris! Du weißt doch, Jockington und Catty
sind immer Partner. Wir sind das ultimative akademische Duo, schon seit der ersten Gymnasiumklasse. Also, heute war Hula-Hoop-Tag ihnen sind die Hoops ausgegangen für uns. Ihnen sind die Reifen ausgegangen, also hat sie mich benutzt. So sind wir Partner geworden, also. Klick, hab schon, ja, ich hab schon Partner. Und du? Hey Chris, es geht. Hast deinen Stift verloren? Hier, willst du diesen Süßigkeitenstab, Stangenstift mit den Lichtern an ihm? Hä? Sollen wir Partner sein? Ob wir Partner sein können, sorry, aber Birdly, wahrscheinlich ist der Vogel da, hat schon gefragt, aber ich könnte Miss Elfes fragen, ob wir eine Dreiergruppe machen könnten. Ich könnte sie fragen, wenn du willst. Noch nicht, ach so, dann geht es wahrscheinlich weiter. Aber ich gucke mich noch ein bisschen um. Es sind ein paar Rosen. Der Computer. Also, ja, der Hintergrund vom Computer ist eine Slideshow, die sich dreht von, ja, Naturbildern. Und manchmal ein Bild von zwei starken Superhelden. Ja, die erröten oder so. Du hast die Uhrzeit gecheckt. Es ist Zeit für Schule oder so. Ja, blöd. Kein Partner. Was? Ich schaue auf mein Handy. Es ist eine Schularbeit, natürlich. Eine animierte Schularbeit. Und hey, Chris, hast du schon Partner? Ja, okay, also ich glaube, wir können weitermachen. Kannst du bitte fragen? Okay, ich frag. Miss Elfes, ist es okay, wenn wir eine Dreiergruppe sind? Hey, was? Nein, ich werde es nicht zulassen. Was? Aber Chris hat kein Noel. Was wolltest du sagen? Sie wollte nur sagen, dass es für uns in Ordnung ist, allein zu sein. Eigentlich wollte ich fragen, Noel, kannst du bitte lauter sprechen? Hi, Susi. Bin ich spät? Oh nein, es ist okay. Wir wollten gerade Partner auswählen für die nächste Schularbeit und Susi, du bist mit Chris. Großartig. Jetzt, dass jeder da ist, werde ich die Unterschriften oder so machen. Irgendwas. Hat irgendwer die Kreide gesehen? Das ist schon das dritte Mal, dass sie verloren gegangen ist. Oder dass sie fehlt. Und ihr wisst alle, dass ich die Klasse nicht die Lektion nicht starten kann ohne Kreide. Wir werden das, wenn keiner es zugibt, wird jeder ja nachsitzen müssen oder wird jeder Probleme bekommen. Irgendwer, bitte, hey. Da ist vielleicht Nachschub im Vorratsschrank. Miss Elfes, warum gehen nicht Susi und ich? Gute Idee, Noel. Susi, weil du als letztes kamst, warum gehst du nicht? Was auch immer. Und Chris, kannst du mit ihr gehen und sicher gehen, dass sie wirklich die Kreide holt und dass sie keine Probleme macht. Danke, Chris. Ich sehe dich. Also,
Chris, sagte ich nicht, dass Spätsein eine schlechte Idee ist? Es ist fast als ob du wie soll ich sagen, gehört hast. Keine Sorge, Chris. Ich dachte immer, dass Susi nicht so schlecht sein kann. Ich bin sicher, alles wird gut sein werden. Klick, klick, klick. Stirb nicht. Chris, wenn ich Arme hätte, würde ich meine Kappe geben. Und als Erinnerung an dich. Oh, anscheinend sind wir am Arsch. Chris, hör nicht auf die. Es ist nicht ganz so schlimm. Du wirst sehr wahrscheinlich Chris Prügel überleben. Oh. Du wirst nur versagen, wenn sie nichts macht in dem Projekt. Es ist, wie soll ich sagen? Nein, es ist, wie ich immer sage, Chris. You lose, you lose, ja. Du lose, du verlierst, du so. Ja, kann man eigentlich nicht übersetzen. Das ist wirklich nicht sehr sicher. Und so, yo, Chris, sorry. Und wenn ich nur gewartet hätte, dein Partner zu werden, du müsstest nicht ihr Partner sein. Sie wird dich in Stücke schlagen und dann wird sie diesen Arsch holen aus alten Stücken. Sue, es ist sehr gemein. Sagt Ei niemals brüten. Ja, okay. Und hier beenden wir diesen Part. Er ist schon wieder sehr lang. Im nächsten Part geht es dann weiter. Ich hoffe, dieser erste Part von Deltarune hat euch gefallen. Mir hat das Spiel schon jetzt sehr gefallen. Ihr wisst ja, ich mag Undertale. Ja. Schaltet beim nächsten Mal sehr gerne wieder ein, denn wir sehen uns dort dann wieder. Also, lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat.